Besondere Mode für einen besonderen Anlass. Designerin Anja Gockel hat AthletInnen und MitstreiterInnen der Bewegung der Special Olympics zu einem Workshop in ihr Berliner Atelier eingeladen. Das Ziel? Gemeinsam eine T-Shirt-Kollektion für die Special Olympic World Games 2023 zu entwerfen, die alle Elemente des Logos enthalten, aber vor allem genauso farbenfroh und divers sein sollen wie die Inklusion. Es ist so wichtig, dass wir die Vielfältigkeit feiern, die es auf dieser Welt gibt. Und die Inklusion von geistig behinderten Menschen in unserer Gesellschaft ist eine Riesenbereicherung. Und die leben wir meines Erachtens im Moment noch nicht genug. Und diese Begegnung einfach zu schaffen, zu verstehen, wie klar, liebevoll, ehrlich die Menschen sind, die ich heute getroffen haben, das ist eine Bereicherung fürs Leben. Wenige Tage vor dem Startschuss der Nationalen Spiele in Berlin waren neben OK-Mitglied Miriam Rehbein und Special Olympics-Aktivist Arthur Hackenthal auch Radfahrer Dennis Mellentin beim Workshop dabei. Eines hatten sie dabei alle gemeinsam: großen Spaß an der ungewohnten Kreativaufgabe. Ich fand's richtig schön, man kann immer noch mal viel dazu lernen. Dadurch in der Schule habe ich auch mal so ein bisschen genäht, aber nicht so. Aber man lernt ja immer noch mal was zu. Ich fand's gut, weil wir uns halt auch kreativ sein konnten und auch mit Farben spielen konnten. Natürlich kann man immer noch stolz sein, wenn es dann vielleicht eine Menge trägt, wenn es dann fertig ist und draußen getragen wird. Also weiß man selbst, dass man mit dran teilgenommen hat. Also ist das schon ganz gut, ja. Ab dem Herbst werden die Shirts der inklusiven Kollektion dann auch im Webshop der Special Olympics erhältlich sein. Und die Vorfreude auf die World Games in Berlin im kommenden Jahr noch einmal greifbarer machen.